Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Heute spielen wir The Devil in Me, ein Spiel aus der Dark Pictures Anthology Reihe. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Game sein wird. Ich vergleiche diese Games hier sehr gerne mit dem Vorgänger Until Dawn, was eines der besten Horror-Games ist, die ich je gespielt habe. Und ich muss ehrlich sagen, bisher ist keines der Dark Pictures Games an Until Dawn rangekommen. Es tut mir leid. Es sind coole Games, ja. Das will ich nicht mal abstreiten, aber es ist halt nicht so wie Until Dawn. Es ist schwierig. Es ist auch wirklich schwierig, da ranzukommen an die Story, an das Gameplay. Ich habe die Hoffnung, dass The Devil in Me da einigermaßen dran kommt. Das würde mir ja schon reichen und wir werden selbstverständlich wieder mit Facecam spielen, Freunde. Hi. Ich würde sagen, ich laber gar nicht so viel. Ich habe das Spiel bisher kurz gestartet, um zu sehen, ob alles klappt. Ich habe den Quality- und den Performance-Modus mal getestet. Große Unterschiede jetzt nicht wirklich. Performance ist halt 60 FPS oder soll es sein. Wir werden es sehen. Wir spielen alleine, denn ich bin sehr einsam. Ja. Wir werden dieses Game aufnehmen und alle Tage, oder besser gesagt jeden Tag, 30 Minuten, das werden die Folgen sein. Also Montag bis Freitags werden wir jetzt täglich eine halbstündige Episode vorfinden. Fortsetzen möchte ich nicht. Ich mache einfach mal eine neue Story, die herausfordernd sein soll. Ja, ich will hier nicht durchspazieren, schlendern. Ich will schon eine kleine Herausforderung. Denn wenn wir sterben, dann muss ich es mir auch verdienen. So, herausfordernd. Ich überschreibe das einfach mal. Ich habe ganz kurz reingeguckt, ob es klappt. Und jetzt bin ich leise. Und dann gucken wir uns das an. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Hosea 7. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Oh ja. Die Raben werden kommen und euch die Augen auspicken. Manche Entscheidungen retten Leben. Und ich werde diese wahrscheinlich nicht treffen. Andere sind tot. Das Riesenrad ist 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? Wähle weise. Ich versuche es gerade. Okay. Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen. Das sollte unsere oberste Priorität sein. Chicago News. Okay, wir sind in Chicago, wie es aussieht. Was World's immer Fair dich glücklich Hotel. Macht. Du machst mich glücklich. Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag Ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben. Ich werde dich dran erinnern, Liebling. Na klar. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir sind in einem Hotel. Was war das für eine Schlange? Wir sind da. Und wir werden natürlich wieder mehrere Personen spielen. Hier in diesem Moment spielen wir die gute Marie. Oder Mary. Ich glaube Marie. Ist das nicht grandios? Ich habe Angst. Angetriesen. Sehr schön. Ja, sehr einladend. Echt schön. Prunkvoll. Checken wir ein. Na dann, check mal. Also es kommt darauf an, wer jetzt hier an der Rezeption auftaucht. Und ob wir uns jetzt hier wohlfühlen. Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Ist das so? Oder sind hier alle tot? Das hätte ich schon längst gemacht. Versuch's nochmal. Okay. Hey, fordere nicht so viel. Okay. Ja, der ist alt, der Rezeptionist, wie es aussieht. Das lässt ja nicht gerade darauf hoffen, dass der Service hier erste Sahne ist. Das gibt direkt eine schlechte Bewertung bei Google. Wir können hier natürlich wieder wählen ohne Ende. Wir können nichts sagen jetzt. Wir können aber auch begeistert sein oder beruhigend. Ich bin mal begeistert. Lass uns nicht bis morgen früh warten. Tragen wir uns ein und gehen los. Wir gehen nirgendwo hin, wenn uns niemand eincheckt. Entschuldigung? Wenn sie langsam sind, bedeutet das nur, dass sie alles perfekt machen wollen. Meine Mary findet immer den Silberstreif.
Excuse me? Oh mein Gott, was ist das? Ich bitte um Entschuldigung. Für das Erschrecken und für das Warten. Alles klar. Meine Aufmerksamkeit wurde anderswo benötigt. Das ist okay. Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Willkommen im World's Fair Hotel. Hallo. Bitte unterschreiben. Erstes Mal in Chicago? Ich wage eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier. Die Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Ein richtiger Sherlock. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Mhm. Ach, der Blick. Flitterwochen. Ausgesprochen wunderbar. Ja. Vielleicht mag meine Frau, Mrs. Whitman, ja unterschreiben. Oh, sehr gerne. Warum auch nicht? Ja. Heute beginnen unsere Flitterwochen. Glückwunsch. Da scheint mir ein Upgrade angebracht zu sein. Ein die Upgrade? Die Flitterwochen-Suite. Oh, ist die denn viel teurer? Sag mal, bin ich dir das etwa nicht Keine wert? Keine Sorge. Sie kostet genau das Gleiche. Nämlich ein unser Geschenk Leben. Des Hauses. Unser Leben kostet es Sie wahrscheinlich. Sie sind unsere ersten Frischvermählten. Wie großzügig. Vielen Dank, Mr. Holmes. Henry Howard Holmes. Ich dachte, jetzt kommt Sherlock. Sie haben ein reizendes Hotel, Mr. Holmes. Oh, vielen Dank. Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut. Dann sind Sie Architekt? Architekt? Kreativer? Bauherr? Hm. Doktor? Künstler? Ich habe so einige Interessen. Und Creep. Beeindruckend. Bitte sehen Sie sich doch um. Der Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter. Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist. Das wäre nett, ja. Schreiben Sie einfach auf, wenn Sie etwas kaufen möchten, und wir setzen es auf Ihre Rechnung. Klasse. Der macht mir Angst und Bange, der Typ. Vielen Dank, Mr. Holmes. Das ist sehr freundlich. Es ist mir ein Vergnügen. Ich mag deinen Schnäuzer. Ich vertraue ihm null. Aber gut. Ich vertraue ja eh niemandem. Mal sehen, was der Holmes so vorhat. Oh mein Gott. Das wird ein Spaß. Oh, ich freue mich schon. Also, ja. Das habe ich vergessen mitzunehmen. Ja, was hast du denn vergessen mitzunehmen? Vielleicht Face Powder? Gesichtspuder? Wir können uns natürlich alles wieder von allen Seiten angucken. Oh ja. Aber es bringt nicht wirklich viel. Moment mal, ich dachte, ich kann mir beides angucken. Nein? Okay. Oh. Schade. Oh, Entschuldigung, Miss. Vorsicht. Mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Hm, das muss ja ein ganz schlimmer sein. Wie das läuft ist der. Denn die Ehe? Geht so. Wunderbar. Danke der Nachfrage. Ich habe einen Geier geheiratet, einen Knauser, wie es aussieht. Hoch. Das Zimmer ist bestimmt fertig. Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Würdest du wohl gern wissen. Das war eine Anspielung, Mann. Hol dir was. Was ist jetzt? World's Fair Hotel. Okay, cool. Wir haben den Stift nochmal gesehen. Habe ich irgendwas verpasst? Was wohl hier drin ist? Die Ratlin-Suit natürlich. Aber die ist halt privat. Langsam glaube ich, ich habe einen Adrenalin-Junkie geheiratet. Riesenräder. Verbotene Zimmer. Suchen wir nach Nervenkitzel? Vielleicht. Hat er die jetzt eingetreten? Nur ein unfertiges Zimmer. Okay. Siehst du, das hast du vom Nervenkitzel suchen. Wenn du versuchst, dich vor dem Riesenrad zu drücken. Ich kann dir nichts abschlagen. Warte. Was ist das? Eine Leiche.
Ihr seid selber schuld, Mann. Was? Nicht bewegen? Im Rhythmus des Herzschlages, oh mein Gott. Ich hasse es sehr. Das kennen wir aus den alten Teilen. Ich muss ja immer selber die Luft anhalten, das ist ganz schlimm. Uiuiuiui. Und der fragt sich nicht, warum die Tür offen ist. Das war Nervenkitzel. Das war so es lustig. Es ist kein Nervenkitzel, wenn wir auf der Straße schlafen müssen, weil man uns hier rauswirft. Jetzt sei nicht so ein Spielverderber, Mann. Gehen wir. Okay. Voll das verrückte Pärchen. So ist eben die Anfangszeit. Man noch sehr viele crazy Dinge. Warum steht der da wie so ein Creep? What the fuck? Liebe Frischvermählte, willkommen in der Flitterwochensuite. Oh ja, schön. Hm? Danke vielmals, Mr. Holmes. Sherlock? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Danke. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Es ist niemand in diesem Hotel. Was? Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Wahrscheinlich beim Auschecken. Was meine ist denn Güte, mit das denen? Würde ja einem König zur Ehre gereichen. Oder meiner Königin. Mhm. Du Charmeur. Hol mir Schmuck, sagt sie jetzt gleich. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Unschicklich. Hey! Aua! Ah, Volltreffer! Du hast es so gewollt. Okay, was? Drücke auf dein Face, Alter! Drücke R2 auf Ziel. Ach, hä? Ich wollte aufs Gesicht! Schon verkacke ich die ersten Quicktime-Events. Das ist ja wohl ein Hohn. Ich glaub's ja nicht. Ich dachte, ich kann mir aussuchen, wo ich hinwerfe. Okay. Das kriege ich gerade so hin, X zu drücken. So, jetzt aber hier mitten auf dein Gesicht, Mann. Gewonnen! Ich hab dich erwischt, Mann. Was für gewonnen? Du Schummler! Boah, diese Geräusche. Mit wie schon mit aufs dem Bett. Friedensangebot? Das könnte ein verräterischer Trick sein. Auf keinen Fall! Ich habe ein Geschenk für dich. Er hat Schmuck. Augen zu, dreh dich zum Spiegel. Richtiger Charmeur. Wie schlau und romantisch. Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Gibt es ein Problem? Nein. Öffne die Augen. Eine Kette bekommen. Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Der Sieg ist mein. Dann lasse ich dich jetzt baden. Hat irgendjemand was von Baden geredet? Warum will er das? Was ist das? Ist das eine Kamera? Es ist ein Kuckloch auf jeden Fall. So ein Türspion. What the fuck? Wo willst du hin? Was macht die denn? Haben die kein Badezimmer auf dem eigenen Zimmer oder was? Die Tür klemmt. Vielleicht, wenn wir uns dagegen stemmen? Okay. Sesam, öffne dich! Du bist der stärkste Mann der Welt. Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach können wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch. Und auch ganz schön verboten. Oh la la. Rasieren. Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben Sie bestimmt welches. Trödel nicht zu lange im Bad. Keine Sorge. Traum-Ehemann. Weißt du?
Jetzt sind wir Jeff. Jeff, mein Name ist Jeff. Richte dich im Hotel ein, finde ein Rasierset. Das ist das erste Mal, dass wir uns bewegen dürfen als Jeff. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Ich guck mal, wie die Grafik so ist. Also von der Umgebung her ganz nett. Von den Personen her ist mir jetzt aufgefallen. Ja, nett auf jeden Fall, aber nicht High-End, würde ich sagen. Die Augen sind so ein bisschen tot. Hier kann man wieder mal, okay, ja, hier sind die Augen nicht tot. Hier sind die ganz, ganz nett. Ich mag das hier in diesem Menü, die Augen zu bewegen. Aber irgendwie die Augen so ein bisschen tot. Aber vielleicht gibt sich das noch. So, ich gehe erstmal in diese Richtung, natürlich. Und wir schauen uns mal an, was wir uns denn überhaupt anschauen können. Können wir auch rennen? Kann ich rennen? Nein, ich kann nur gehen. Auf jeden Fall hat er einen sehr schicken Anzug an. Gefällt mir sehr gut persönlich. Würde ich auch so tragen. An meiner Hochzeit. Oder besser gesagt, zu den Flitterwochen. Ja, weiß ich nicht. Dann eher im Penner-Look. Aber zur Hochzeit auf jeden Fall. Warum tue ich das? Lieber nicht. Oh. Sag mal. Lieber nicht. Dann gib mir nicht die Möglichkeit, Mann. Was ist verschlossen? Ach so. Es ist verschlossen. Warum sagt er dann lieber nicht? Okay, jetzt sagt er gar nichts mehr. Lieber nicht. Sei ein Mann. Verdammt. Guck, was unter diesem... unter dieser Plane war oder unter diesem... dieser Decke. Ha. Was denn? Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Ist er nicht? Was heißt denn der Weg nach oben? Müssen wir nach oben? Müssen wir nicht eher runter in die Lobby? Es ist super dunkel. Also einigermaßen. Aber da hinten ist eine Tür. Von hier müssen wir ja gekommen sein, ne? Wohl nicht. Was? Ah! Wow, das war voll der Reflex. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Was? Marie! Was zum Henker geht denn jetzt ab, Mann? Okay. Das hat ein bisschen schnell eskaliert. Wenn entscheidet, können Charaktere Objekte aus dem Inventar ausrüsten. Drücke nach oben zum Ausrüsten eines Objektes. Dann rüst dich doch mal aus. Unser Puder, das wir von unten mitgenommen haben. Hätte ich das tun sollen? Hätte ich das tun sollen? Ich meine, das ist nicht unser eigenes Puder. Das fällt mir jetzt aber zu spät ein. Shit. Das war, glaube ich, die erste große Fehlentscheidung. Okay. Und ins Bad sollten wir vielleicht auch nicht. Ich würde hier gar nichts tun. Ich würde einfach nur abhauen aus diesem grausamen Hotel. Aber die Kette hat sie mitgenommen. Macht Sinn. Ja, was jetzt? Bist du das, Liebling? Ich glaube nicht. Oder? Jeff? Oh, spielen wir noch ein Spiel? Nein, ich glaube nicht. Entspannen, prüfen. Fuck. Wir entspannen. Warum auch immer. Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich komplett hilflos, aber das bin ich auch hier im Bad. Oh nein, oh nein. Weißt du, diese Wanne ist fürchterlich groß. Oh nein. Ich glaube, hier wäre noch Platz für jemanden. Oh nein. Oh nein. Oh. Das ist schön. Au. Das ist ein klein wenig zu fest, Liebling. Wie wär's, wenn du mal deine Augen aufmachst? Jeff, das tut weh. Hallo, Liebes. Ganz leise.
Wir wollen die anderen Gäste nicht stören. Lass sie mich! Ich dachte wirklich, du würdest dich mehr wehren. Was? Ich kann nichts machen. Schon besser. Aber ich kann gar nichts machen. Ganz. Scheiße! Hätte ich nicht entspannen sollen? Was tun Sie da? Wenn Sie Marie angefasst haben! Damit kommen Sie etwas zu spät, Sir. Wow! Gibt es ein Problem, Sir? Okay. Es ist ein bisschen crazy gerade alles. Toll, genau den falschen Raum gewählt, oder was? War ist das hier eine Gaskammer? Ja, Marie ist nicht mehr. Und du gleich auch nicht. Der blutet aus allen Rohren. Ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Kurs aktualisiert, Alter. Ich wollte einfach nur entspannen. Hätte man das verhindern können? Beides oder eher nicht so? What the fuck? Okay. Ein Platz für alles. Alles. An seinem Platz. Oh mein Gott. Wow. Sammelt er etwa dieses Stücke? Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling. Mutter würde tot umfallen. Es ist so Verzeihung, opulent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Hallo. Willkommen im World's Fair Hotel. Mörderburg. The fuck, man. Okay, der Kerl ist also hinter den Gästen her. Ich glaube, das war das Intro und wir hätten beide nicht retten können. Da ist er wieder. Dekorator. Games. Ich habe
Ich habe große Angst, dass keiner hier lebend rauskommt in diesem Game. Ich werde mein Bestes geben, wie immer, Freunde. Es tut mir jetzt schon leid. Hallo. Na, lange nicht gesehen. Oh. Sie sind da. Mhm. Ja, haben Sie lange gewartet? Ziemlich. Immer schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Und Sie sind in Stimmung für eine neue Geschichte? Ja. Das bin ich wohl. Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Lange war ich ganz allein. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert, wenn keiner sie erlebt? Diese Geschichte handelt von Künstlern und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Entzücken, Inspiration, Begehren, ja. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Ihre Reaktionen und ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden sie Bilder finden. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Das ist mein größtes Problem, ja. Sie sind verantwortlich dafür. Sie trifft die Schuld. Ich? Ich greife nicht ein. Ich darf es nicht, so sind die Regeln. Mhm. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Das wird das kürzeste Let's Play ever. Oh. Wissen Sie, was das ist? Was denn? Sehr alte Münzen. Man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt. Als Fairgeld. Oh. Mhm. Halten Sie Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Münzen. Okay, ich suche. Also dann wollen wir. Das Spiel hat begonnen. Ich beobachte sie. Ich bin absolut nicht bereit für diesen ganzen Mist. Mein Name ist Kate Wilder. Ich habe einen Master in Kriminalpsychologie. Ich bin Enthüllungsjournalistin und möchte etwas bewirken. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Nein. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme, so wie jeder andere. Ich arbeite daran. Hey, ich bin Mark. Ich habe an der UCLA Fotografie studiert. Mhm. Das war super. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Cool. Aber ja, es ist ein Job. Ich war lange Keygrip und Beleuchterin. Ich löse Probleme und beleuchte. Wow, klasse. So jemanden trifft man nicht oft. Mann, wie fängt man da an? Ich habe es satt, allein zu sein. Eine einsame Sorry, Frau. Sorry, fängt man mit Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil, ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Ja, Charlie Lonnet, bin aus England. Woher kannte ich die gerade? Ich bin seit 20 Jahren hier. Die letzte Serie lief so gut, das war, es war eine sehr schön konzipierte und, hat aber nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Okay. Wer schaut sich das hier gerade an? Total Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, wir haben genug gehört. Genug? Oh, ich fange gerade erst an. Sie verstehen nicht. In meiner Seele wohnt der Teufel. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Begraben Sie mich, Euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement, denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden.
Am 7. Mai 1896 das war eindeutig. Wurde Herman Mudgett alias Henry H. Holmes dem Strick zugeführt. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Das ist der doch gar nicht, der sieht doch ganz anders Amerikas aus. Amerikas erster Serienmörder gestand 27 Morde. Doch als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. Wow. Amerikas erster Serienmörder und vermutlich der schlimmste. Er wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, wieder zu morden? Okay. Das ist einfach eine Fernsehsendung. Und? Was meint ihr? Ganz nett. Nein, nicht so. Die kenne ich ganz doch. Ehrlich, die in der Mitte. Charlie. Das ist ein Haufen... Merkt ihr das? Merkt ihr das? Der Larnet Entertainment. Charles Larnet, bitte. Bin dran. Einfach Charlie. Mein Name ist Grantham DeMatt. Was kann ich für Sie tun? DeMatt. Mr. DeMatt. Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Hören Sie. DeMatt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. DeMatt. Das hört sich alles toll an, aber... Ich warte nur auf den Haken. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich bin privilegiert. Ich brauche nicht viel. Aber meine Zeit ist knapp bemessen. Es muss heute sein. Ich schicke einen Wagen. Heute Nachmittag, 4 Uhr. Bis dann. Heute Nachmittag? Wir reden hier von ein paar Drehtagen. Mein Team geht davon aus, dass Sie dieses Wochenende frei haben. Und Sie sind ziemlich aufbrausend. Ohne Sie wird sich das erledigen. Wir... Kann ich nun mit Ihnen rechnen? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Ja, sehr gerne. Sind dabei. Ich regel das. Versprochen. Los geht's. Okay, eine Limo. Schön. Mr. DeMatt schickt Sie? Der... Gut, laden wir ein, Leute. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf... Ich mach schon. Geht schon. Mettbrötchen. Sorry. Wirklich? Ich meine, es ist dieses Ringlicht für schöne Porträts. Wir können es zurücklassen, okay, okay. Wenn... Abenteuer, Spannung, Leute. Abenteuer, Spannung. Dabei? Absolut, ja. Absolut. Ich freue mich riesig. Yay. Juhu. Hurra. Voll begeistert. Das wird super. Das bezweifle ich sehr. Das bezweifle ich wirklich sehr, Freunde. Wo wollen die überhaupt hin? Erfahren wir, wo wir überhaupt hinfahren? Danke. Magst du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Der PK. Ganz genau. Ich, absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Das war komplett deine Schuld, weil du immer dein Hirn ausschaltest. Also, schieß los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Er ist reich, er lebt zurückgezogen, ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Anwesen, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war von Holmes besessen. Einige Zimmer sind vollständige Nachbildungen der Mörderburg. DeMatt hat Blaupausen, Dokumente, Artefakte. Als ich sagte, das rettet die Show, meinte ich das verdammt ernst. Und das alles hast du überprüft? Hey, vertrau mir einfach. Okay, wir vertrauen dir mal. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, aus Sicherheitsgründen Ihre Handys wegzuschließen. Es Toll. Mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen Gehört könnte, die mein Geschäft beeinflussen. Wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Es gibt Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Selbstverständlich. Ich bestehe darauf. Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns anbietet, ist es wert. Da könnte er auch Geld dafür verlangen. Wenn das alles ist, machen wir das. Na schön.
Keine für die Handys. Show. Das wird genial. Ihr werdet noch sehen. Hast doch in Topeka gesagt. Was ist da passiert? Was ist in Topeka passiert?